Im Kugelhagel endet die Fahrt dieses weißen Toyota. 9 syrische Geheimpolizisten sterben in einem tödlichen Hinterhalt, als sie im September 2012 einen Bergpass in den Golanhöhen durchfahren. Dokumentiert wurde der Vorfall von österreichischen UNO-Soldaten, die in der Region von Hermon zu einer Beobachtungsmission stationiert waren und der nun Folgen für sie haben könnte. Denn vor dem Angriff hatten sie die tödliche Falle, vermutlich einer Schmugglerbande, bereits erspäht, wie das von der Wiener Wochenzeitung Der Falter veröffentlichte Material zeigt. Ein Himmelfahrtskommando nennt es eine der Soldaten. Trotzdem lassen die Blauhelme den Jeep der nichtsahnenden Männer rund eine Stunde später an ihrem Wachposten passieren, winken die Polizisten durch, ohne sie vor der Gefahr zu warnen. Offenbar aus Sorge, dass sich der Hinterhalt danach gegen sie richten könnte. Nach Bekanntwerden des brisanten Videos kündigte Österreichs Verteidigungsminister Kunasek an, rasch Licht ins Dunkel zu bringen. Er wolle so schnell wie möglich wissen, was im September 2012 tatsächlich passiert ist, heißt es in einem Pressestatement. Zudem verspricht er, die Vorfälle werden lückenlos und minutiös aufgeklärt. Eine Untersuchungskommission soll nun prüfen, ob die österreichischen Blauhelme hätten eingreifen müssen und so das Massaker hätten verhindern können. Oder ob das UN-Mandat sie dazu überhaupt nicht berechtigt hatte.